Gottes Herz treffen, kommt in so eine Tiefe hinein, dass wir nicht nur berührt sind für uns von Gottes Herz, sondern unsere Umgebung ist berührt von Gottes Herz. So tief will er kommen. Drum seine Heiligkeit und seine liebende Heiligkeit. Ich schaue die ganze Umgebung an und ich denke, jawohl, Gott ist am Kommen. Lass uns dafür mit einem Meilenstein und einem Baustein beisteuern in Karlsruhe. Komm bitte auch! Und wir sehen, das ist eine neue Zeit und eine neue Dimension in der neuen Zeit.